Die Deutsche Bundesbahn beschloss schon früh die Entwicklung einer Dieselrangierlok, um Dampflokomotiven im Rangierdienst ablösen zu können. Die ersten Loks der neuen Baureihe kamen ab 1955 zur DB. Bis 1963 erfolgte die Lieferung von insgesamt 942 Exemplaren. Ab 1968 wurden die leichteren Loks mit 48 Tonnen Gewicht in die Baureihe 260 und die schwereren Loks mit 54 Tonnen Gewicht in die BR 261 unterteilt. Ab 1987 erfolgte der Einbau von Funkfernsteuerungen in die nun als BR 364 bzw. BR 365 bezeichneten Loks. Auch heute sind noch viele Fahrzeuge bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen und bei Museen im Einsatz. Mit der Dieselrangierlok der BR 260 der DB erscheint nun erstmals eine Lokomotive der Pico Expert Plus Linie. Auch bei diesem Pico-Modell wurde mit viel Akribie die Formgebung des Originals wieder hervorragend getroffen. Die zusätzlichen technischen Highlights runden das perfekte Erscheinungsbild der Lok ab. Die Pico Expert Plus Lokomotive der BR 260 überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung mit stimmigen Farben und Schriften der Deutschen Bundesbahnen der Epoche 4. Die Proportionen der Lok sind wie die filigranen Speichenräder vorbildgerecht umgesetzt. Besonders die zahlreichen extra angesetzten Teile der Lok, wie unter anderem der Kondenswasserbehälter, die Fettpumpe, die Funkantenne und die Aufstiege, untermalen das hervorragende Erscheinungsbild der kompakten Rangierlok. Darüber hinaus beeindruckt das Fahrzeug mit angesetzten Griffstangen, der feinen Spurkranz-Schmiereinrichtung der Bauart Deluimont-Flume und Bremszylinder. Die hervorragende Optik wird durch die Ätzgitter an der Stirnseite zusätzlich unterstrichen. Das technische Highlight der Pico BR 260 ist die eigens entwickelte innovative Digitalkupplung. Dank dieser Kupplung sind ab sofort Rangierfahrten mit ferngesteuertem, störungsfreiem An- und Abkuppeln von Wagen möglich. Die serienmäßig eingebauten Führerstands- und Triebwerksbeleuchtungen sind mit dem integrierten Plax 22 Decoder genau wie der Lichtwechsel digital schaltbar. Der fünfpolige Motor sorgt mit zwei Schwungmassen für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Der werkseitig verbaute Pufferspeicher ermöglicht mit den Modellen seidenweiche Rangierfahrten ohne unerwünschte Stromunterbrechungen. Die markanten Dieselloks der Expert Plus Serie sind ab Werk mit einem innovativen Pico Smart Decoder 4.1 Sound Plax 22 und Lautsprecher ausgestattet. Neben dem problemlosen Anmelden an geeigneten Zentralen per Railcom Plus, wie zum Beispiel bei unserer Pico Smartbox oder an MFX-fähigen Steuerungsgeräten, sind nun neue individuelle Einstellungen im Mapping und Klangerlebnisse auf höchstem Niveau dank einer verstärkten Ausgangsleistung von 2,5 Watt möglich. Der eingebaute Lautsprecher ist speziell auf die BR 260 abgestimmt und ermöglicht eine kraftvolle und realistische Wiedergabe des vielgelobten 12-Bit-Sounds. Viele loktypische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner, Kurvenquietschen und weitere schaltbare Funktionen sind einzeln abrufbar. Hier ist der Werkmeister vom Südberger, einmal bitte auf 67 abdrücken. Jo, und aus 67 abdrücken. Die Sounds der Lokomotive wurden dabei an einer Originallokomotive aufgenommen und von der Pico Soundabteilung speziell abgemischt. Auf diese Weise stellen wir maximale Vorbildtreue bei den Sounds der Pico BR 260 sicher. Mit der attraktiven Rangierlok der BR 260 mit Digitalkupplung
bringt Pico ein feinst detailliertes Modell dieser wichtigen Baureihe auf den Markt. Angesichts der betriebstauglichen Ausführung, der durchdachten technischen Features und hervorragenden Fahreigenschaften zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht das Pico-Modell langanhaltenden maximalen Spielspaß. Das detailverliebte Modell erscheint im September 2019 im Fachhandel und im Pico-Webshop in folgenden Ausführungen.